Früher, da haben der Opa und die Oma zum Kennenlernen einiges auf sich genommen. 10-mal Theater, 20-mal zum Essen eingeladen, 50-mal nach Hause bringen, nur um dann eventuell einen Kuss auf die Wange zu bekommen. Heute macht man Sexting. Man schreibt sich per WhatsApp anzüglichen Kram und wenn man den anderen ganz doll lieb hat, dann macht man ein Foto von einem primären Geschlechtsteil und schickt es dem Love Interest. Das ist der aktuelle Trend. Willkommen in der Zukunft. Ja, Mann, hätte der Opa das mal gewusst, oder? Das ist ja wenigstens eindeutig. Da kann ja keiner was falsch verstehen. Da weiß man, was man hat. Nicht immer diese Verwirrung, oder? Och, was meint der bloß mit dieser Nachricht? Nee, ein Pimmelbild ist eindeutig. Und es ist ein Riesentrend. Kommt natürlich aus Amerika. In Amerika gab es jetzt einen Riesenskandal an einer Highschool. 300 Schüler haben sich gegenseitig Fotos von ihren Lümmeln und Lümmelinen verschickt. Und natürlich war das Football-Team in die Geschichte verwickelt. Hey, it's America, we love football. Und Footballspieler benutzen ja Penisfotos wie andere Leute Emojis. Ja, wenn also jemand fragt, ey, wie geht's dir? Dann schickt man so ein Bild vom Pipi-Mann, auf dem er traurig guckt. Nicht so gut. Oder sollen wir heute essen gehen? Dann schickt er ein Foto, wo der Pipi-Mann sagt, nein, flop, flop, flop. Also ich fasse mal zusammen. In einer Zeit, in der die Leute Angst davor haben, dass Google alle ihre Daten klaut und sie darüber total in Panik geraten, dass ihre Privatsphäre im Netz komplett offen rumliegt, in diesen Zeiten haben die gleichen Leute null Problem damit, von ihrem Smartphone aus ein Foto ihres Penis unverschlüsselt durch die Luft in eine Cloud von einem Server auf Bunga Bunga zu schicken, nur damit sich eine wildfremde Tante, von der die gerade mal den Nickname kennen, ihren Dödel anschaut. Die Menschheit... Die Menschheit befindet sich auf der höchsten Entwicklungsstufe der Kommunikation. Nur um die niedersten Instinkte wiederzubeleben. Was glauben die denn, was passiert, wenn die nach Frauen ein Schwanzbild schicken? Denken die dann, die sieht das und denkt, oh, oh, wow, also so ein sympathischer Penis. Muss ich unbedingt kennenlernen. Stell dir mal vor, du hast dich über Sexting kennengelernt und dann fragen dann später deine Kinder so, Mama, Papa, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Du, das war bei einer Ausstellung. Ja, die Bilder hat alle der Papa gemacht. Kann man die mal sehen? Nein, kann man nicht.